Ich sollte also keine Waffen einsetzen. Dann nehmen wir doch das hier. Alter! Hallo! So, erledigt. Ja, der soll die erstmal rollen lassen. Er hatte nämlich keine mehr. So, das waren dann auch alle. Ne, eine hat er noch. Aber die eine ist mir egal. Ach, der ist schon tot. Okay. Da ist keiner mehr. Da ist noch einer. Du Drecksack. Ich muss dich leider erledigen im Auftrag von Torino. Ach, du schleichst von hinten einfach so an. Das könnte dir wohl so passen. So, hier noch einer. Nein, hier ist keiner mehr. Nur noch der. Der wäre dann auch erledigt. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, anscheinend nicht mehr. Hier hinten ist auch nichts mehr. Eine Rucksackbombe. Ja, wo denn? Am besten hier so. Vielleicht noch eine hier. So, eine bewahren wir uns auf. Dann nehmen wir den Rucksack. Nein! 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 Okay, neu laden. Ach, das ist doch verdammt nochmal. Das ist ärgerlich. Also nochmal das Ganze. Naja, wir haben ja sonst nichts zu tun. Schneller, schneller. Ja, alles überspringen und go. Und go. Geht doch. Ja, schießt hier ruhig. Ich komme hier so oder so rein. Jetzt. Juhu. Können wir überspringen? Können wir überspringen. So, du sitzt im Flugzeug fest. Ja, das ist mir gerade scheißegal. So, aufs Maul jetzt hier. Und machen wir jetzt im Schnelldurchgang. Der ist tot. Ah, da warten wir ruhig ein bisschen was. Hui. Hui. Oh. So. Ah, der ist tot, okay. Ich nehme jetzt die Pistole hier, Schnauze voll. Solange ich nicht auf die Fässer ziele, müsste das eigentlich kein Problem sein. Sollte das kein Problem sein? Ja, da war was. Oh nee. Ich dachte, das Reinkommen ins Flugzeug wäre das Schwierige und nicht das Kaputtmachen da drin. Ach, das ist doch... Mensch, nochmal. Das kann doch nicht so schwierig sein. Bla bla bla, blub 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 und... Los. Geht doch. Ja, schießt hier ruhig. Wir wollen nur in das Flugzeug gelangen und dort alles auslöscht, was zu dem Weg kommt, aber... So, überspringen. Das richtige Werkzeug auswählen. Ja, genau, hier mit am besten. Huch. So, der dürfte auch... Oh, der ist auch noch nicht tot. Jetzt ist er tot. Und jetzt schnell. Ah, das wäre auch erledigt. Warten wir mal kurz ab. Ah, ein Schlagtor. Du kleiner Bastard, du. So, jetzt werde ich mal den... Nimm dir den Fallschirm.
Du hast den Fallschirm. Ja, ich habe den Fallschirm. Und jetzt? Plötzlich aus dem Heck der Flugzeug. Ach so, erst springen und dann... Ja, okay, das sollte auch logisch sein. Und yeah. Ach, ich muss die gar nicht zünden. Okay. 20 Mille, das lässt sich sehen. Was kann sich sehen lassen? Wir sind aber sehr hoch. Extremst hoch. Hui. Boah, sind nur Wolken. Wie hoch sind wir? Ganz schön hoch, würde ich mal behaupten, weil... Ah. So, vielleicht sollte man den Fallschirm öffnen. Und dann einmal zur Straße, bitte. Einmal zur Straße. Na gut, dann halt nicht. Catalina, hey, I know it's you. What's eating you, baby? I don't love you no more. Well, hey, that's just... Hello? Ja, sie liebt uns nicht mehr, ruft aber ständig an. Typisch Frau. Ich brauche ein Auto. Das vielleicht nicht. Dann nehmen wir halt den Truck hier so lange. Halt! Uah. Ja, du hältst mal schön an, Omi, Oppi. Und dann geht's Richtung... Arsch, hallo. Das sind hier... Naja, ich sag da mal nichts zu. Können alle nicht Auto fahren. Wow. So, und zurück zum Flughafen, Flugplatz, Flugtower, nein. Hier müssen wir aufpassen, hier zu nah dran und schon gibt es richtig dicke Sterne. Und das wollen wir nicht. Das war wohl schon zu nah. Und ich sag's noch, ich sag, Oh, nein. Ja, schieb mich an, komm, schieb mich an, bitte, schieb mich doch. Oh, jetzt brauche ich nicht mehr. So, Tschüssikowski. Wollen wir mal ganz schnell speichern. Boah, Junge. Aussteigen. Nein, lass mich. Geschafft, würde ich mal sagen. So, hier sieht's ja aus. Fahren wir mal bis zur Mission. Fast astrein. Ach, immer diese Sonderwünsche hier. Komm ab 20 Uhr wieder. Vorher bin ich nicht da. Also nochmal speichern. Und nochmal speichern. Und, nee, jetzt nicht mehr. Raus nach Verdant Meadows. Das Motorrad ist weg, dürfen wieder laufen. Wir haben doch nur so wenig Fett. Und so wenig Respekt. Und so wenig Sex Appeal. Wie eh und je halt. Black Project. Hail, fellow. Well met.
Namaste. Peace, Carl, my brother. Hey, Truth, where you at? Just checking that you are no longer on government business. Where is he? How the fuck would I know, man? He like the devil. Hey, man, you okay? Everything is transient. Whoa, man. I'm passing through life same as every man. Okay. Do you have any idea what you're doing for Torino? Nah, I seem to be on the need-to-know basis. Oh, no, man. Two lies don't cancel each other out. You know that. We pay them to lie to us. Is that what our founding fathers wanted? No more, friend. No more. We're not alone. Get off me, man. What's going on? Everything is going on. Don't you get it? There's a place, not even on the map. A train is about to leave. It can explain better than I ever can. Boy, this is going to blow your fucking mind. We got work to do. You better drive. I'll explain. Elegance does not even touch it. Hey, Truth, do we have a plan here? Go, go, go! Hey, hold up, dude! The Truth will, dass du dir Zutritt zu Area 69 Forschungslabor verschafft und ihm das der einfachste Weg in die Area 69 Bunkerkomplex führt durch die gepanzerte Tür. Begib dich zum Kontrollpunkt, um sie zu öffnen. Scheinwerfer versuchen das Gelände ab. Beobachte ihre Bewegung und plane eine Route um ihre Lichtkegel. Wenn du zu lange im Scheinwerferlicht bleibst oder mehr als zwei Tage ausschließt, die Panzertüren werden verriegelt und du musst einen anderen Weg hineinsuchen. Es patrouillieren auch einige Soldaten auf dem Gelände. Das Thermomüßiggerät der Tourserie hilft dir, da in den Dunkel zu werden. Du kannst dich heimlich an den Patrouillen vorbeischleichen oder auf einen Kontrollturm steigen und sie mit dem Präzisionsgewehr ausschalten. Du musst vor Sonnenuntergang. Naja. Alter. So. Du bist aber laut. Als ob die das nicht hören würden. Unrealistisch. Aber wenigstens einfach. Hier oben ist auch noch irgendwo so ein Freak. Ach, da ist er doch. Kann ich da nicht durchschießen? Na, anscheinend nicht. Dann halt so. In die Kronjuwelen, jawohl. Da ist auch noch einer. In die Brust. Da ist auch noch einer. In die Eier. Und hier ist ein Scheinwerferkegel, da müssen wir jetzt mal ein bisschen aufpassen. Die Schutzweste klauen wir uns mal ganz schnell. Den schießen wir ab, bevor der Scheinwerfer kommt. Wow, das war knapp. So, Freundchen, wo seid ihr alle? Huch. Oh, Scheiße. Nix da, du erwischt uns nicht. Oh, das ist die bessere, dann nehmen wir die doch gleich mal mit. Da oben sind sie, da oben. So, und du hast auch die längste Zeit gesehen. Da oben ist auch noch einer. Muss ein wenig aufpassen, da hinten, da hinten. Ach, der Arsch da oben. Das war auch knapp. Ich glaube, da hinten kommt noch einer angelaufen. Ach, der sieht jetzt auch das zeitliche gesegnet. Werden wir hier noch ein bisschen. Oh. So, hier war noch irgendwo einer, meine ich. Nee. Nö. Ja, das sollte aber erstmal reichen.